diese analoge Begegnung von Menschen, die zum selben Zeitpunkt genau dasselbe wollen wie ich, nämlich zum Beispiel Englisch lernen. Ja? Und das ist großartig. Und da gibt es keine andere Einrichtung in dieser Stadt und auf der ganzen Welt, die das ermöglicht. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass wir unseren Blog Zeitgespräche in der Wiener Urania im 110. Jahr ihres Bestehens machen und durchführen können. Und daher freue ich mich noch viel, viel mehr, dass die Direktorin der Wiener Urania, Frau Magister Doris Zametzer, heute mein Gast hier im Blog Zeitgespräche ist. Liebe Doris, du bist eine der engagiertesten, der dynamischsten Direktorinnen der Wiener Volkshochschulen. Hast viele Jahre die Volkshochschule in der Landstraße geleitet und bist jetzt seit einiger Zeit auch Direktorin der Wiener Urania. Wie geht's da in dieser traumhaften, wunderbaren Einrichtung? Es ist eine Ehre für mich. Es ist eine Ehre, dass ich hier Direktorin sein darf. Erste Frau in dieser Position in der Wiener Urania in der 110-jährigen Geschichte. Es ist eine Ehre. Ja, und ist das, du hast ja, wenn man sich die Geschichte dieses Hauses anschaut, vor 110 Jahren gegründet, in der Regierungszeit von Kaiser Franz Josef, wenn man sich die Geschichte der Zwischenkriegszeit anschaut, hier haben ja alle, die Rang und Namen gehabt haben, in der Wissenschaft, haben hier unterrichtet, Albert Einstein hat hier in den 20er Jahren einen beeindruckenden Vortrag gehalten. Wie fühlt man sich, wenn man in so einem historischen Ambiente, an so einem historischen Ort arbeiten kann? Es ist die Krönung. Also ich habe vor 25 Jahren die Volkshochschule Landstraße aufgebaut und sie durchaus erfolgreich geführt. Und als hier die Position ausgeschrieben wurde, habe ich nicht gezögert, mich zu bewerben, weil es macht schon noch einmal einen Unterschied aus, ob man an einem historisch so wichtig und wertvollen Platz arbeiten kann oder in einer anderen Volkshochschule. Ja. Die Urania ist das Flaggschiff der Wiener Volksbildung. Ja. Und was kannst du vielleicht ein bisschen einen Überblick oder einen kleinen Querschnitt geben über das, was hier angeboten wird im Haus? Also wir tragen diesen großen Bauchladen der Volksbildung vor uns her. Also wir machen alles das, was in allen anderen Volkshochschulen auch stattfindet. Das ist so dieses alte sozialdemokratische Prinzip von der Wiege bis zur Bahre. Du kannst also kommen und Schwangerschaftsgymnastik beispielsweise machen und dann ist dein Babylein auf der Welt und dann machst du Rückbildungsgymnastik und so geht das in einem Lebenszyklus weiter bis hin zu Vorträgen, die dann heißen, wie vererbe ich richtig. Also diesen Bauchladen, den tragen wir vor uns her. Wir sind, die Wiener Volkshochschulen und auch die Wiener Urania, sind die größten Sprachinstitute in Wien. Also das können wir, das machen wir, das wissen auch viele, viele Hörer und Hörerinnen, die uns jedes Jahr besuchen. Also das ist sozusagen die Pflicht. Und die Kür in diesem Haus in der Urania ist, dass ich das Haus positionieren möchte als Haus der Frauen und als Haus der Wissenschaften und hier mit dem Schwerpunkt auf Geisteswissenschaften. Aber das Haus der Wissenschaften hat ja auch eine Tradition, die irgendwo in den 20er Jahren, frühen 30er Jahren irgendwo auch begründet liegt. Absolut, absolut. So wie du richtig gesagt hast, also hier haben die Größten der Größten unterrichtet und Vorträge gehalten. Damals diese Lichtbildvorträge, das hat sich besonders großer Beliebtheit erfreut bei der Wiener Bevölkerung. Die Lichtbildvorträge in den 20er Jahren, genau, das war der letzte Schrei damals. Ja. Genau, das war das, was für uns wahrscheinlich heute das Internet ist. Ja. Und die Bevölkerung hat das geliebt und ist hierher gegangen, hat sich Lichtbildvorträge zu allen möglichen Themen und neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen angehört und angesehen. Und damit wurde eine Tradition begründet, die wir heute auch noch aufrechterhalten. Ich halte das auch für total wichtig in der Volks- und Erwachsenenbildung, dass man auch dieses Prinzip der 20er, 30er, dass viele große Wissenschaftler am Abend in die Volkshochschulen gehen und dort populärwissenschaftlich das sozusagen vermitteln, was ihr, ihr,
ihr Geschäft oder ihr wissenschaftliches Geschäft ist. Angeblich hat Sigmund Freud auch immer wieder Vorträge gehalten. Ja, also er war dafür vorgesehen, hier einen Vortrag zu halten. Allerdings haben sich so viele Menschen angemeldet, dass er hier in diesem Haus tatsächlich nie aufgetreten ist, sondern es musste ein Ausweichquartier gefunden werden und er hat dann seinen Vortrag im Konzerthaus gehalten. Aber er steht im Programm der Urania als Vortragender. Okay. Naja, aber das ist eine faszinierende Geschichte. Ich glaube, das wichtig ist, unser heutiger Bürgermeister Michael Ludwig war ja viele Jahre auch der Chef der Wiener Volkshochschulen und hat dieses Projekt University Meets Public ins Leben gerufen, wo man auch versucht hat, Wissenschaftler der Universitäten in die Volkshochschulen zu bringen. Warst du da auch irgendwie eingebunden? Als Direktorin der Volkshochschule Landstraße war ich damals natürlich eingebunden. Es war eine hervorragende Idee unseres jetzigen Bürgermeisters. Gibt es auch jetzt noch, heißt nur anders, heißt Science. Ja. Ja, aber er hat es begründet und damit ist wieder eben, so wie du sagst, diese Anknüpfung zwischen universitärer Bildung und Volksbildung ist wieder erneuert worden. Und ihr habt ja auch ein Kino im Haus? Ja, wir sind ein multifunktionales Haus. Also wir haben eine Sternwarte, wir haben ein Kino, wir haben ein Restaurant und wir haben, Gott sei Dank, von diesem wunderbaren André Heller übernommen, jetzt auch den Kasperl. Den Kasperl, den André Heller ja irgendwie so im letzten Moment irgendwie dann gerettet oder gesichert hat. Ja. Genau. Na, der Kasperl gehört ja sozusagen wirklich auch zu Wien als Wiener Institution. Ja. Ja. Und das wird von den Kindern auch gut angenommen. Absolut, ja. Also Urania ist ein Name, den ich glaube nicht, dass es irgendjemand in Wien gibt, der den Namen Urania nicht kennt. Und viele verbinden ihn mit dem Kasperl. Und für mich persönlich ist es eine Herausforderung, jetzt auch ein bisschen die Volksbildung präsenter zu machen. Weil, wie gesagt, viele wissen Kino, viele wissen Kasperl. Das mit der Volksbildung müssen wir noch ein bisschen stärken. Ja, aber den pädagogischen Wert des Kasperl darf man auch nicht unterschätzen. Absolut, ja. Liebe Doris, jetzt bist du sozusagen, glaube ich, dein ganzes oder fast dein ganzes Berufsleben in der Erwachsenenbildung, in der Volksbildung tätig gewesen. Die hat ja in Wien einen ganz besonderen Stellenwert. Was ist denn für dich persönlich sozusagen, wenn du ein bisschen auf deine Jahre auch in der Volkshochschule Landstraße zurückblickst, was ist denn das Wichtigste für dich in der Erwachsenenbildung, in der Volksbildung? Also das Allerwichtigste und warum mir dieser Job noch immer Freude bereitet, ich mache den ja jetzt schon fast 30 Jahre, ist, dass wir alles thematisieren dürfen. Also wo bitte findest du einen Job, wo du alles thematisieren darfst? Also wir haben zum Beispiel in der Landstraße, habe ich einen Schwerpunkt Sexualität implementiert, weil es wichtig ist, auch darüber zu sprechen. Ja. Also scheinbar ist es ja so, dass heute durch Internet und so alle Informationen sehr leicht zugänglich sind. Trotzdem gibt es Irritationen, es gibt Mythen, die grassieren. Also ich durfte und niemand hat mir gesagt, ich darf das nicht machen, ja, habe ich dort diesen Schwerpunkt Sexualität. Natürlich Schwerpunkt politische Bildung immer, ja, weil das ganz, ganz wichtig ist. Also das Faszinierende an dieser Arbeit ist, wir dürfen über alles sprechen, wir dürfen alles thematisieren. Jetzt durchleben wir gerade ganz schwierige Zeiten mit Corona. Das wird auch zur Folge haben, dass wir auch wirtschaftlich in nicht einfache Zeiten kommen werden. Und glaube ich, in schwierigeren Zeiten hat die Volksbildung eine wichtige Bedeutung. Sie ist ja auch gesellschaftspolitisch sehr, sehr wichtig. Absolut, ja. Also ich vertraue sehr auf unseren Bürgermeister und auf die hier stimmenstärkste Partei in dieser Stadt, dass sie auch in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten die Volksbildung erhalten wird. Und nichts deutet darauf hin, dass es irgendwie in Gefahr wäre. Und ich glaube, gerade in so schwierigen Zeiten ist es notwendig, dass wir präsent sind. Wir haben das auch gezeigt in Corona, wo wir ja auch vom Lockdown betroffen waren, aber sofort Webinare veranstaltet haben und sozusagen in die Wohnzimmer. Also das war eine große Herausforderung für uns alle, weil wir innerhalb kürzester Zeit Dinge leisten mussten. Innerhalb kürzester Zeit, das ist innerhalb von, schwind passiert. Ich glaube, innerhalb von vier oder fünf Wochen hat das die Zentrale auf die Beine gestellt.
Und so sind wir in die Wohnzimmer gekommen und haben Menschen erreicht, die sonst nicht zu uns gekommen wären. Also ich erinnere mich an einige politische Vorträge, die wir über dieses Webinar ausgestrahlt haben. Und da hatten wir Zuseher auch aus dem Ausland. Und das finde ich, war eine gute Sache und ich möchte auch gerne beibehalten. Wird das auch in anderen Zeiten ein Instrument oder eine Methode bleiben? Ich hoffe sehr, ja. Also ich würde es gerne weitermachen. Ich würde das gerne als Marketinginstrument verwenden. Mhm. Einmal im Monat ein Webinar, das man kostenlos besuchen kann. Ja, das finde ich ja wahrscheinlich ein gutes Angebot für Berufstätige. Absolut, ja. Und es war ja, ich habe ja Volkshochschule immer so erlebt, dass es ja auch sozusagen ein Ort ist, wo man auch Angebote für Menschen macht, denen es im Leben halt weniger gut gegangen ist, die halt sozusagen aus einer Position der Schwäche versuchen, etwas tun zu wollen, um sich beruflich weiter zu qualifizieren, um Sprache zu lernen, um eine andere Fertigkeit zu lernen. Also dieser niedrigschwellige Zugang, der zeichnet uns aus und es gibt vor allem ein Projekt in den Wiener Volkshochschulen, auch hier bei uns in der Urania, das das wahrscheinlich am besten widerspiegelt. Das ist die kostenlose Nachhilfe für 10- bis 14-Jährige, also in den Hauptgegenständen Mathematik, Englisch und Deutsch, kann jeder zu uns kommen am Nachmittag und hier kostenlos sich von sehr qualifizierten Lehrern und Lehrerinnen oder Trainern und Trainerinnen das Rüstzeug holen, das er braucht, um in der Schule wieder gut mitzukommen. Und wenn man sich jetzt anschaut, die Volksbildung und anschaut sozusagen die Bildungspolitik in Wien oder in Österreich, wo würdest du denn sagen, wo ist denn da sozusagen der größte Handlungsbedarf gegeben? Was muss man tun, um die Möglichkeiten für die Volkshochschulen und für vergleichbare Bildungseinrichtungen zu optimieren? Oder noch weiter zu verbessern? Ich glaube, wir sind schon sehr, sehr gut unterwegs. Also wenn ich mir was wünschen dürfte, ja, aber das ist leider nicht finanzierbar. In dem Blog hören viele zu und das ist ja auch ein politischer Blog. Ja. Das ist natürlich nicht finanzierbar, aber wenn ich mir was wünschen dürfte, dann würde ich mir natürlich die Volksbildung kostenlos für alle wünschen. Ja. Ja. Und dann würde ich mir auch wünschen, dass wir noch mehr hinausgehen und noch mehr auch an ungewöhnlichen Orten uns präsentieren. Ja, aber du hast ja gesagt, dieses Ganzheitliche. Nicht? Man macht fachspezifische Seminare, man hat hier einen Ort der Begegnung, man hilft Schülern, man macht wahrscheinlich auch sehr viel im Kunst- und Kulturbereich. Absolut, ja. Nicht? Absolut. Also dieses Ort der Begegnung ist mir schon sehr wichtig. Ich glaube, weil du mich vorher gefragt hast, was zeichnet denn die Volksbildung so aus? Ja? Also ich glaube ja, dass das Geheimnis und das, was die Sache so sexy macht und für mich ist Volksbildung sehr sexy, ist, dass du eine analoge Begegnung hast. Ich halte die analoge Begegnung für wirklich wichtig. Ich verteufle nicht das Internet, aber es ist doch was anderes, wenn wir zwei uns gegenüber sitzen und in die Augen schauen können, dann kommen wir in einen Diskurs und in einen Austausch. Das heißt, diese analoge Begegnung von Menschen, die zum selben Zeitpunkt genau dasselbe wollen wie ich, nämlich zum Beispiel Englisch lernen. Ja? Und das ist großartig. Und da gibt es keine andere Einrichtung in dieser Stadt und auf der ganzen Welt, die das ermöglicht. Ja? Also das muss man sich einmal vorstellen. Ja? Ich kann am Dienstag um 19.30 Uhr, weiß ich treffe 10 andere Menschen, die genau das im Moment interessiert, was mich interessiert. Und nachher gehen wir auf einen Kaffee oder auf einen Kerzl rein. Das ist super. So soll es auch sein. Nein, ich glaube, da rennst du bei mir als Pädagogen sozusagen offene Türen. Ich sage, das ist alles eine ganz, ganz wichtige Ergänzung, was wir gerade erleben, sozusagen mit Videokonferenzen und allen digitalen Programmen, die es gibt. Aber am wichtigsten ist schon der soziale Austausch. Absolut. Also absolut. Das Miteinander. Genau. Weil Bildung, es geht ja nicht nur darum, dass wir kognitiv irgendwas vermitteln, sondern wir wollen ja auch über Bildungsprozesse, die eine positive Einstellung der Menschen zu ihrer Gesellschaft, zu ihrer Umwelt, zu Humanismus, Toleranz, was immer erzeugen. Und deshalb glaube ich, dass wir einen ganz, ganz wesentlichen Beitrag zum sozialen Frieden in dieser Stadt leisten. Ja. Und die Zusammenarbeit mit der Stadt Wien funktioniert gut. Hervorragend, ja. Ja. Kann man sich nicht das besser wünschen. Soll auch in Zukunft so bleiben. liebe Frau Direktorin, ich möchte mich an dieser Stelle bei dir ganz, ganz herzlich bedanken, dass du es ermöglicht hast, dass der Blog Zeitgespräche hier in der Wiener Urania stattfinden kann. Und ich hoffe, dass wir da viele Begegnungen noch haben. Ich wünsche dir jedenfalls von ganzem Herzen alles, alles Gute für deine weiteren
Ziele und Planungen. Jetzt weiß ich, dass die Volkshochschulen selber Honig produzieren, aber ich bin ja auch Gemeinderat und mein Wahlkreis ist Hitzing und am Dach der SPÖ Hitzing, meiner Partei, die mich da kandidiert, befinden sich Bienenstöcke und mit einem großartigen Imker wird dort genfrei zertifizierter und biozertifizierter Honig hergestellt von vielen, vielen hunderttausend fleißigen Bienen. Und es ist nur ein kleines Symbol, aber ich möchte es als Symbol auch wahrnehmen, dir diesen Hitzinger Blütenhonig zu geben, um dir auch wirklich Danke zu sagen, dass wir hier bei dir in der Wiener Urania sein dürfen und wünsche wirklich, wirklich alles, alles Gute. Danke vielmals. Ja? Dankeschön. So. Okay. Ich danke dir. Dankeschön.